Vielleicht kommen wir in ein Fuchsdorf und können dort handeln. Morgenheu. Hier war doch ein Dorf, ein Fuchsdorf, oder nicht? Sieht ziemlich fuchsdorfig aus. Ach so, dann brauchen wir zu viele Zutaten. Nicht weit drauf gehen, ist mir schon passiert. Nur ein Schenke. Enttäuschend. Dann mal erstmal weiter in die Richtung. Oh, da sehe ich schon einen Fuchs. Reden will er gerade nicht. Zu viele Markierungen auf der Karte hier. Gegrüßt werden wir hier. Schlottermaus, ich erinnere mich, das war das für die Schuhe brauchen. Das war damit. Schlottermaus haben wir Weichglasstofftuch. Und damit können wir ein Stofftuch machen. Aha. Ausdauergebräuche. Oha, das wäre ich auch interessiert. Und das ist erstmal Priorität. Okay. Da fehlt uns noch Weichgleich. Großzapfen und Weichglas. Weichglas brauchen wir auch für die Hauptquest. Da wollen wir ein bisschen mehr finden. Und zum Tanzapfen lässt sich bestimmt auch leicht finden. Okay, in die Richtung. Hier ist das Fuchsgebiet, hier sind wir relativ sicher. Die Viecher hier. Flinke Viecher. Zwei gegen eines unfair. Sagt er. Fuchs. Nicht sterben. Soll mich da nicht einmischen. Ich lass mal lieber. Viel Glück, Fuchs. Echsen in der Nähe von dem Fuchsdorf. Wir sind ja lebensmüde. Können leider gerade nicht helfen. Der Dorflager ist voll mit Nahrung. Ressourcen, alles, ja, genau. Deswegen will ich zum Händler. Und da mal ein bisschen. Oha, da oben geht der Kampf vor sich. Gibt ja nichts, was brauche.
ist keine Einschätzung von Weichglas. Dann weder Weichglas noch irgendwas anderes, was ich brauche. Tja. Ist mir gerade nicht hilfreich. Dann muss ich mal wieder in die Richtung. Natürlich kenne ich Sachen, die ich nicht brauche. Oha. Richtig dicke Freunde. Na, so muss das doch. Das war das Ziel. Jetzt haben wir die Füchse als richtig dicke Freunde. Eierklaue. Wisst ihr, die Eier hatten noch. Sprachprobleme, Wortfindungsschwierigkeiten. Die Eier, die hätten wir auch kaufen können, tauschen können von dem Händlerfuchs. Tja, paar Meter weiter. Okay, wir sind jetzt auf dem Symbol hier. Wir waren wohl die Hürde von dem Ding wahrscheinlich. Oha. Beim Schlafen umgebracht. Anakin, du Böser. Was war das jetzt für ein Move? Irgendwo hier muss ein Höhleneingang sein. Autsch. Ah ja, hier irgendwo. Hier hatten wir das Ding. Da haben wir den Bogen bekommen. Aha. Sieh was, was ihr nicht seht. Ah ja, hier hoch war es. Tag auch, Mammut. Mama Mammut. Guff, Groff. Ich habe eine dieser Kugeln gefunden. Eine neuen. Oh, das glänzt so hell wie immer. Was sind sie denn eigentlich? Man sagt, sie sei ein Stück einer uralten Geschichte, platziert von einer langen vergessenen Spezies, sogar noch mehr vergessen als wir Mahnhof.
Ich aber bin nur ein einfacher Sammler. Oh, das ist so aufregend. Lass uns Geschäfte machen, winziger Mensch. Wenn du einen Trank für mich hast, wenn du mir mehr von diesem hier bringst, werde ich dir einen größeren Beutel für dich anfertigen, damit du noch mehr davon mitnehmen kannst. Das klingt in der Tat ganz gut. Aber einen Trank hierfür, einen Stärketrank, hätte ich besten lieber. Ich werde sofort damit anfangen. Hier hast du neun. Wunderbar, gerade ziemlich mit diesem neuen Beutel fertig geworden bin. Großartig. Der nächste wird wirklich toll werden. Für weniger Menschen. Winziger Mensch. Ich werde ihn mit dir für 25 tauschen. Und werde ein bisschen suchen müssen, aber für. Ich werde ein bisschen suchen müssen, aber für den Beutel sollte es wert sein. Beutel Upgrade. Der verlangt aber viel. Wir haben noch vier. Tja. Ob wir so viel überhaupt finden werden. Okay, gibt es nur ein Beutel Upgrade. Nicht besonders viel, aber okay. Dann suchen wir mal weiterhin Zutaten. Vielleicht ganz Gebirge, vielleicht können wir dort mal mit dem Händler reden. Vielleicht hat der mal eine Sache, die wir brauchen könnten. Das wäre eine Idee. Das sind die beiden einzigen Dörfer, die wir hier wandeln könnten. Okay, in dieser Richtung. Ja, die Kugelsache werde ich jetzt, da werde ich jetzt nicht. Wenn ich zufällig mal in einen vorbeikomme, ist auch so eine Competitive-Sache, wenn da halt Leute, die halt wirklich Bock haben, das Spiel durchzuspielen. Ein paar Spenden. Noch Verbündeter können wir ja nicht werden. Da oben in den Bergen. Noch ein Fuchsspendeschrein. Wir hatten ja, als wir hier die Welt erkundet haben, haben wir sogar versucht, uns mit den anderen Völkern anzufreunden. Ich glaube, mit den Krokodilen war ich sogar schon soweit. Da hatten wir genug gespendet. Mit denen war ich schon relativ gut angefreundet. Bei den Elchen war ich auch relativ, zumindest relativ neutral. Was ich dann bemerkt habe, ist, dass halt irgendwann deine Beziehung zu den Füchsen wieder zurückgeht und halt dann irgendwann, weil die halt irgendwie Winden davon mitkriegen, Wind davon kriegen, dass du den anderen auch spendest. Wie, du bist nicht nur unser Freund, du magst auch die anderen. Waren die ein bisschen neidisch. Ja, fast da. Auch wenn es gerade so aussieht, als ob wir da ab, bergab, bergab, bergab gehen. Puh, reden ist auch heute nicht. Reden ist heute irgendwie nicht dran. Tag, Fuchs. Schön haben sie es, die Füchse hier in den Bergen. Sieht fast aus wie so eine Zwergmine. Gar nicht übel.
bisschen auffuttern. Sehr schön. Okay, mit dem Bürgermeister kann man nichts machen. Ich schau mal zu dem Händler hin. Vielleicht hilft das uns. Ich befürchte nein, aber... Wo haben wir den Händler? Hier unten vielleicht. Ah ja. Nee, der hat auch nur Krimskrams aus der Gegend. Ist natürlich blöd, dass wir die... Dass wir die einzelnen Sachen... Die Segmente, die wir schon gefunden haben, gespendet haben. Ich glaube bisher nicht. Okay, der will nicht mit uns reden. Immer noch nicht. Okay. Essenz. Weichglas dürften wir kriegen. Also Sandstein und Trockenton müssen wir dafür sammeln. Dafür müssen wir in die Wüste. Das müssen wir herstellen. Das kriegen wir hin. Schenke kriegen wir auch noch irgendwie hin. Hier im Gebirge sind auch irgendwo welche. Ich wollte sowieso gerade mal eine Pause machen, dann... Muss man mal googeln, wo wir diese Kariblin-Essenz herkriegen. Vielleicht gibt es da Fundorte. Ich hoffe, ich habe nicht schon alle verschenkt und verkauft. Dann können wir die auch herstellen. Nee, wahrscheinlich nicht. Na dann. Weiter geht's. Ja. Kariblin Essenz, ich hab's rausgefunden. Oh, große Not. Ich weiß, was wir machen müssen. Das sind tatsächlich Seelenfragmente von den Elchen. Das heißt, wir müssen Elche töten. So lügen wir ein. Wir müssen Elche töten. Schnapper-Oberschenkel kriegen wir vielleicht irgendwo am Berg. Und dann müssen wir mal irgendwie gucken, dass wir das mal auf die Reihe gekommen, Reihe bekommen, einen der Elche zu töten. Oh, hier ist noch so eine Mummel, die der Große haben will. Achso, ja, hier. Ich weiß nicht, ob das so legal ist, den hier aus der Wildnis rauszunehmen. Scheint mir doch ein bisschen... Wahrscheinlich scheint es die Leute nicht zu jucken. Wir wurden hier zumindest noch niemals von jemandem angegriffen dafür, dass wir diese Dinger geklaut haben. Scheint was zu sein, was man einsammeln kann. Mhm. Ah, da haben wir schon unseren Oberhändlerlieferant. Am besten tot machen, bevor er angreifen kann. Oh, die Essenz. Sehr schön, da müssen wir keinen Elch töten. Oh, er hat einen dabei, der hat wohl schon einen Elch getötet. Das kann natürlich auch passieren. Dass einer von den Viechern hier schon mal einen Elch getötet hat und das in seinem Inventar hat. Das ist natürlich auch die Möglichkeit.
Und das ist eine andere Essenz. Kroke-Essenz. Okay, die behalten wir mal. Welch das brauchen wir noch? Da gehen wir noch in die Wüste. Okay, dass das so schnell geht, das hätte ich nicht gedacht. Okay, die Wüste haben wir hier. Ja, in diese Richtung. Na dann. Brauchen wir jetzt aus der Wüste noch Sandsteine und Trockenton. Das würde ich doch sagen, dass man das aus der Wüste bekommt. Wo man daraus fächiges Glas herstellen. Welch Glas? Aber wenn wir dafür nur ein paar von diesen Schnappern besiegen müssen, um Kariblin-Essenz zu bekommen, na dann, so ist mir recht sein. Also auf Pein-Wiki, da gibt es ja ein Wiki für den Fan-Wiki zu dem Spiel, steht, dass das halt die Seelen der Elche sind, die dort in den in diesen Kubussen, dort in den Klötzen eingesperrt sind. Die kriegst du halt, wenn du einen Elch tötest. Das ist. Oder wenn er halt ein Monster tötest, was vorher einen Elch gefressen hat, vielleicht. Das kann auch sein. Das kann halt deswegen sein. Also dann holen wir mal die letzte Zutat. Ein Weichglas. Dann machen wir gleich mehrere, weil dann können wir uns auch Schuhe leisten. Oh, das endet tödlich. Ich hab's gewusst. Haben wir eine Fritz Cola geöffnet und hat sponsert. Not sponsored. Ja, natürlich bei mir. Ich unsponsert. Ihr ist klar, Zwergi. Namen nennen. Markennennung, weil finde ich geil. Ah, da sind wir. Das ist die Höhle von dem Typen. Da müssen wir hin. Zu dem goldenen Ding am Horizont. Ja, so ziemlich. Ich hoffe doch, dass in der Wüste Trockenbeton und Trockenton war es, glaube ich. Und Schlüssel, mit Schlüsselgraphit. Oh, ein Graphit, und was noch, können wir einen Schlüssel machen. Das wäre mal was, da können wir nicht die Truhe aufmachen. Der eine dort. Sandstein kriegen wir. Wo kriegen wir Sandstein aus einer Wüste? Schade, dass es hier noch keine Schnellreise gibt. Das wäre mal. Das wäre mal was, wenn man schnell reisen könnte. Das ist die Heimat. Na dann weiter in die Richtung. Quer fällt ein. Ja, noch ein bisschen. In die Richtung. Am Elchdorf vorbei. Möglichst unbemerkt vorbeischleichen. Das hätte sehr gut geklappt.
So, Wasser können wir nicht. Ja, in die Richtung zu dem goldenen Ding müssen wir hin. So. Ein Ei und eine Feder. In die Richtung, oder? Jo. Dann sind wir schon nahe der Wüste. Einfach gerade drauf zu. Gebirge wird einfach drüber geklettert. Auf der Schummelweg. Einfach mal geradeaus. Scheiß auf Wege. Wo wir hingehen, brauchen wir keine Wege. Feindliches Hündchen. Straßen. Wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Einfach gerade durch die Wildnis. Ja, so ungefähr. Ein Vogel. Hat uns nicht bemerkt. Ach, das ist ja hier schon der Canyon. Okay, das wird wohl nichts. Entlang. So, her mit dem Sandstein. Gehen wir ins Tal, da waren wir noch nicht. Gibt es irgendwo Schlüsselgraffit? Sehr schön, das können wir gebrauchen. Können wir schon mal einen Schlüssel herstellen? Und das ist keine schlechte Idee. Okay.